Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oh, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shin Megami Tensei 5. Ja, beim letzten Mal haben wir Waruki besiegt und jetzt müssen wir einmal ganz kurz in die Kadaverkaverne. Der hat ja die ganze Zeit letztes Mal aufgeblinkt, dass da irgendwas neu drin ist. Ich habe mir das schon angeguckt und da ist ein irre krasses Item dazugekommen. Aber erstmal verkaufen wir, was wir letztes Mal eingesammelt haben. Und zwar dieses Item, das habe ich mir schon angeguckt. Erreichen die HP des Naobino 0, wird das Item geopfert, um ihn mit vollen HP wiederzubeleben. Kaufe ich mir natürlich, weil das kann mich vor dem Tod retten. Jetzt habe ich zwei Sachen, die mich vor dem Tod retten. Das ist geil. So, als nächstes würde ich übrigens das Gebiet hier links von mir in Angriff nehmen. Ich versuche natürlich auch die ganzen Mitamas nebenbei, Mitamas, niemands, zu sammeln. Wir sind nun im Territorium der nordischen Dämonen. Ich hörte, dass ihr Leader Odin menschliche Seelen sammelt, um eine Armee von seinem eigenen zu bilden. Sieht so, als ob er alle den Weg über. Wenn ihr mich fragt, er sollte einfach nach Hause gehen und mit einigen Giants oder etwas spielen, wisst ihr? Ganz deiner Meinung. So, wie komme ich an den Miemann? So komme ich dran. Auf 300 muss ich nämlich kommen. Dann kann ich jedem noch mal eine Fähigkeit gönnen. Das ist ein krasses Labyrinth. Eine Skadi-Essenz. Ist wahrscheinlich nicht ganz so krass, weil das Vieh dazu habe ich schon gesehen und das ist nicht der Bringer. Das ist überhaupt kein Bringer. Und eine Mare-Essenz. Das Vieh, was ich hoffentlich letztes Mal zensiert habe. Ich kann euch die Essenz dazu nicht zeigen. Weil, das Vieh ist vom Prinzip her einfach nur ein Geschlechtsteil. Es ist legitim ein Geschlechtsteil in Lebensform. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Sonst strikt mich YouTube sofort. So, den Miemann haben wir eingesammelt. Hier ist eine Nebenquest. Okay. Klar, wobei denn? Okay. Ja, diesen Schonling können wir mal uns näher angucken. Wo ist er denn zu finden? Das würde mich interessieren. Oh, da ist ein Mitama für Leben. Also für Upgrade bei den Viechern. Warte mal, jetzt kann ich euch das ja auch mal zeigen, wie heftig das ist. Also Seth tausche ich einmal dafür aus. Gegen den Melchizedek. Und hier ist das jetzt kein One-Hitter. Aber ansonsten ist das einer. Guck, hier zieht er nämlich zum Beispiel halbes Leben. Wenn ich jetzt die durchbohrende Aura hier nehme. Und es dann schaffe, zu ihm durchzuskippen. Dann können wir einmal richtig hart reinhauen. Ich schwäche den jetzt vor, damit wir auf jeden Fall einen haben. Jetzt mache ich nämlich den Hanestoß. Schwerer physischer Schaden bei allen Gegnern. Und passt mal auf. Zack, alle weg. Ich empfehle jedem, sich diesen Dämon auf jeden Fall zu machen. Ihr habt gesehen, ich habe eine ganze Gruppe mit einem Schlag weggereckt und einfach 9 Grimoire bekommen. Es ist einfach ultra krass, dieser Typ.
Der ist einfach eine Bereicherung fürs Team. Und ich sehe schon, ich muss hier auch oben drauf offenbar einmal rumlaufen. Also vom Prinzip her kann ich jetzt wieder ein paar von den Charakteren hier leveln. Aber jetzt auch nur die Dämonen, ne? Nicht mich selber. Warum gucke ich hier? Ich will die Karte sehen. Da ist der Boss. Den lassen wir vorerst mal in Ruhe. Ich will erst die Abszesse erschlagen. Vor allen Dingen, der ist eh oben drauf. Und ich muss erstmal den Weg nach oben finden. Nebenbei, in dem Gebiet würde ich alles mitnehmen, was die findet. Die findet nur geiles Zeug. Außer diesen Lebensstein. Da ist ein Sandmann, warum auch immer. Wo geht's denn hier überhaupt nach oben? Hier offenbar. Okay, hier oben drauf sitzt der Miemann offenbar. Wie gesagt, eigentlich würde ich gern erst die Abszesse erschlagen. Weil das neue Fähigkeiten ermöglicht. Ach ja, wenn ihr fragen wollt, warum er diesen Mechsidik und nicht irgendwen anders. Und warum nicht einfach in einem anderen hier diese... eine Fähigkeit, diese Durchbohrende auch ergeben. Ganz einfach, selbst wenn ihr ihn gerade so mal eben kurz ercraftet, der hat instant 70 Angriff. Und auch einen sehr, sehr hohen Glückswert. So, hier habe ich angeblich einen Miemann übersehen. Ne, der sitzt da oben drauf, wo ich noch gar nicht dran komme. So, ich lasse die jetzt mal das sein, was sie ist. So, hier soll ein Miemann versteckt sein. Den sehe ich aber nicht. Naja, ich will ja auch gerade eher auf die Abszesse, ne? So, wo komme ich denn an die ran? Wir machen jetzt erstmal die Abszesse platt. Wir haben ja nur noch 3 vor uns. So, aber das Brückengesetz, das kennen wir mit dem Miemann. Wo eine Brücke ist, ist auch ein Miemann. Ich hoffe, die letzten Fähigkeiten, die ich von den Abszessen kriege, dass die auch richtig gut sind. Also die göttliche Fähigkeit plus dämonische Fähigkeit sind auf jeden Fall gut. Weil jeder Charakter dadurch nochmal eine zusätzliche Fähigkeit bekommt, die er nutzen kann. Tsuiki, das ist einfach nur so ein Schlägerdämon. Kann man ignorieren. So, hier will ich rüber. Ich habe nämlich schon gesehen, dass man irgendwie auf diesen Berg muss. Ist aber offenbar die falsche Seite. Und dann bin ich dazwischen gefallen. Perfekt. Komme ich denn zu dem Eckigen hin? Muss ich jetzt echt einmal drumherum laufen? Scheint so. Die Loop Garus, die ignoriere ich. Die sind echt unwichtig. Ah, hier über mir ist die. Ich muss ein Ende von dieser Bahn hier finden. Da ist das Ende. Wir wollen nämlich erstmal die Abszesse weghaben, damit wir mehr die Karte sehen. Am besten wäre, wenn wir sogar direkt beide Abszessen hier wegmachen. Oder direkt alle drei.
Die Viecher, die jetzt hier rumrennen, sind eh keine Herausforderung. Hier kann ich ins Gebäude reinspringen, das erkenne ich da, dass da niemand ist. Zumindest laut Karte. Hier ist auch eine Kiste. Angeblich soll hier niemand sein. Ist der oben drauf? Ja, jetzt muss ich nochmal da hoch. Ist ja zum Glück nicht weit. Das Gebiet hier ist auf jeden Fall gigantisch. Aber wenigstens kannst du in alle Richtungen direkt zu den Bossen. Und du bist nicht gezwungen, jetzt hier eine bestimmte Reihenfolge zu machen. Hier hat man tatsächlich mal selber die Wahl. So, ich will zu der Abzesse. Wie komme ich zu dir da hoch? Ach, da drüber. Okay. Die Brücke ist auch falsch. Wo komme ich denn hier den Berg hoch? Kann doch nicht sein, dass ich 10 Jahre erstmal rennen muss, bis ich endlich mal hier zu dem Drecksvieh komme. Dich nehmen wir schon mal mit. Kann, glaube ich, schon das nächste etwas bei der Kadaverkaverne abholen. Ich will einfach nur einen Weg hoch auf den Berg haben. Aber gefühlt laufe ich gerade unnötig im Kreis. Ich glaube, da komme ich zumindest schon mal zu der einen Abzesse, für der ich eigentlich als zweites hin wollte. Naja, Hauptsache, die kommen weg, ne? Eine Mod-Essenz, da ist Geld. Eine Titania-Essenz ist gut, wenn man Heilung haben will. Boah, die Wege hier, die verwirren mich so hart. Nochmal ein Grund, warum ich die Abzessen loshaben will, damit ich hier die Karte besser entziffern kann. Nee, nee, ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Ich will die Abzessen loswerden. Ist hier unten auch noch mal eine? Alter, wie viele Abzessen sind hier denn? Können wir nochmal Ultrawasserfähigkeiten hier absahen? Es waren vorher, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, die auf der Karte erst dann sichtbar werden, wenn wir in die Nähe kommen. Dabei entsteht so viel Ablenkung. Hier ist auf jeden Fall Glorie. Ist gekauft. Und ein Miemann. Ein Hauch. Boah, hier alles abzugrasen wird so ein Albtraum. Ich glaube, dass ich sehr, sehr viel hier offscreen machen werde. Weil das sonst zu grausig wird. Und da ist Nuva schon mal wieder. Und Ichiro. No, if Master Abdiel's defeated, what'll happen to our world? She's the only one who can bring this place order. You can't lose now, Archangel. You just can't. Without you, Tokyo, society itself will tear itself apart. Divine diversity's not an answer. It's chaos. All we need is a single ultimate truth. What we don't need is an excess of false opinions. But how can I even prove that?
right. If your prayer is indeed for harmony, bring it about yourself. That's what that voice was telling me. Okay, maybe I suck on my own, but being useful to Master Abdiel is enough. That's right. I've got this. I've had this. My knowledge alone will serve the greater good! I have to stand up strong. Der Look steht hier nicht. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Also, Ichigo hat sich auf jeden Fall stark verändert. Unglaublich, was hier noch am Plot kommt. Irgendwie da reinkommen. Hier ist ein Drachenlinienquell. Ist gekauft. Okay. Der Typ bringt übrigens überhaupt nichts als Kamerad. Ist ein Amazukami namens Futsunushi. Begib dich zum Ueno-Park. Okay. Wieder ein Dämon, den ich töten soll. Ich will jetzt aber eine dieser Abzessen endlich mal erschlagen. Man findet einfach den Weg zu denen nicht so gut. Ich muss hier irgendwie auf einen Berg kommen. Boah, ist hier viel Geld. Vor allem diese Mumien bringen richtig viel Geld. Alter, diese Gegend. Ihr habt ja von der Karte bisher gesehen, wo die Mimans sind, ne? Also wenn ich eh wieder grinden gehe, dann werde ich höchstwahrscheinlich die restlichen Mimans, die so rumgammeln, Oskrima einsammeln. Okay, das ist der Weg, der zu der Abzesse führt. Dieser ganz, ganz kleine Weg. Und da will ich jetzt hin. Ich pfeife jetzt mal auf alles andere. Ich will jetzt erstmal diese Abzesse erschlagen. Für die ich jetzt 10 Kilometer gefühlt gerannt bin. Und dich nehmen wir auch gleich mit. So, in der Richtung sollte die Abzesse sein. Da hinten ist sie. Ey, die stehen so miserabel. Oh, gegen Fafnias. Ja, lass mich doch in Ruhe. So. Eine Pixie. Sind das ganz schwache Viecher? Wieso sind die Level 99? Die. Es kann sein, dass ich die nicht packe, ne? Also die sind gegen alle schwach, das ist mein Vorteil. Und die haben halt keinerlei Stärke. Auch wenn die Level 99 sind, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich die besiegen kann. Ich gucke jetzt erstmal, was ich hauptsächlich brauche. Ich meine, Licht wird gebraucht. Dann kann ich zumindest zwei schon mal wegnieten.
Die haben halt echt nicht viel Leben. Die mögen Level 99 sein, aber es sind halt immer noch so Viecher aus dem allerersten Gebiet. Die sollte ich eigentlich trotzdem besiegen können. Schön, dass du mich angreifst damit. Jetzt der Muskelschlag. Je mehr Leben ich habe, desto mehr Schaden. Pam, ins Gesicht. Oh, ich krieg sogar einen großen Glorienkristall dafür. So, ich hoffe, die Fähigkeiten lohnen sich. Sparsamkeit, Schrecken, Kompendium-Kenner. Ach, wahrscheinlich, dass das Kompendium mich nochmal weniger kostet. Ja, danke. Danke, dass ich das jetzt erhalte. Jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Danke, Spiel. Ich trete dir auch immer wieder gerne ins Gesicht. Okay, bei mir ist der Part schon sehr, sehr lang. Aber ich will jetzt einmal in die Welt der Schatten und in die Kadaverkaverne noch gucken. Ich habe den Kampf auf jeden Fall ein bisschen runtergeschnitten. Lasst euch ihn übrigens nicht von dem Level einschüchtern. Die können, obwohl sie so stark aussehen, einfach gar nichts. So, Wunder, Schrecken. Okay, das klingt praktisch, vor allem bei Bosskämpfen. Ja, und hier nochmal Kompendium billiger machen. Ach, und Sparsamkeit habe ich ja noch, ne? Wenn es nur sehr leicht der Magazui-Brauch reduziert wird, dann bringt das ja eigentlich kaum was. Das wäre eine Fähigkeit, die würde ich mir als letztes holen. Ich würde halt wirklich, nachdem ich hier mir die eine Fähigkeit für die Dämonen geholt habe, die dämonische Fähigkeit, die bevorzuge ich jetzt erstmal, halt wirklich erstmal auf Schrecken gehen, weil das die Gegner ja abschwächt. Und das könnte mir in Zukunft noch sehr helfen. So, ein Kadaverkaverne wegen dem Mimans. Weil ich nochmal ein bisschen was sagen kann. Ein paar Räucherstäbchen nämlich. Ich glaube, wir haben 170. Zwei Evangeliums, damit kann ich mich nochmal boosten. Ihr seht, es ist nicht mehr so viel übrig. Lakshmi-Essenz freue ich mich überhaupt nicht drauf, weil das ist Müll. Ich habe Lakshmi schon gesehen, die bringt nichts. Die drei Glorienkristalle kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Apropos Glorienkristalle. So. Die Räucherstäbchen benutze ich offscreen. Dann gönnen wir uns direkt noch die eine Fähigkeit. So, hier dämonische Fähigkeiten. Hier. Dann haben wir da nämlich auch das Maximum. Compendium kenne lohnt sich für mich nicht. Warum kann ich euch nochmal zeigen? Ich habe fast alle Compendium-Fusionen erreicht. Es sind halt wirklich nur noch diese 7 hier übrig. Plus bei den Spezialfusionen der Drache, Masuki, warum auch immer ich den holen sollte. Einfach nur wahrscheinlich einmal zum Haben. Und hier ein Level 95er Vieh, was wahrscheinlich richtig hart reinrasieren kann. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir das noch machen. So Level 95. Return. Ich glaube, Level 99 ist auch das Maximum, was man erreichen kann. Danach hast du das Spiel eigentlich durchgespielt. Na gut, aber an diesem Punkt jetzt wirklich mal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!